So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Auenbach. So, ich habe schon mal angefangen, die Ballen hier zu stapeln. Ja, also ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir schon von diesem Feld. Es ist kaum noch einer zu sehen hier. Da hinten ist noch einer und dann halt den Berg runter. Da sind die noch. Und ja, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe jetzt hier 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Ballen. Guck mal, hier hinten haben auch noch drei hingepasst. Die Frage ist nur, wenn ich das abladen will, ob das dann immer noch hält. Aber ich hoffe, ich gehe einfach mal davon aus. Ich habe die Rundumleuchte an, es kann theoretisch ja eigentlich nichts passieren. Ja? Also wir fahren jetzt mal zum Hof und dann probieren wir das mal alles da schön abzuladen. Ja, ich habe mir gedacht, guck mal, da hinten, der Platz war noch. Ne? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kriegen wir noch drei hin oder was? Ja, hat geklappt. Also zumindest das Aufladen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwie abladen. So, und wie wir ja wissen, dürfen wir nicht allzu schnell fahren mit dem Ballenwagen. Ansonsten liegen wir wieder auf der Seite. Und das wollen wir ja nicht. So, wir machen mal einen Frontlader ein bisschen. Warte mal, passt das hier überhaupt? Ja, okay, na wenigstens etwas. Wie viel Platz ist denn da? Naja, gut. Aber noch ein, also eine Viererreihe hätten wir nicht nehmen dürfen. Ne? So, und dann wurde mir auch noch in die Kommentare geschrieben, dass sich doch bei der Schafweide die Bäume wegnehmen soll und die Hecke. Und dann können wir nämlich über die, da hinten rüber auf dem Hof mit dem Drescher, ne? Weil ich hatte ja gefragt, ob ihr irgendwie Ideen habt, ne? Wie wir den Drescher auf dem Hof kriegen, weil ganz ehrlich, ich hätte ihn schon ganz gerne am Hof. Das, da wo er jetzt steht, ja, weiß ich nicht, ne? Dann habe ich auch gesehen, der Standard-Schneidwerkswagen soll funktionieren. Ja, weiß ich nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall würde ich, glaube ich, das mit den Bäumen, mit den Schafen ganz gerne in Angriff nehmen. So, ich muss mal gucken, wie ich mich am besten hinstelle, damit der Futtermischer nicht gleich alles reinzieht. Weil wenn wir da in den Trigger kommen, zieht er automatisch die Strohballen rein. Das wollen wir ja nicht. Lassen wir den mal hier so stehen, würde ich sagen. Auf jeden Fall so, dass wir hinten auch noch rankommen. Ich denke aber, so ist ganz gut, ne? So, dann hängen wir den mal ab. Das Gute ist, sehe ich gerade, dass wenn der abgehängt ist, guck mal, der neigt so ein bisschen nach vorne. Das heißt, vielleicht fallen die hier gar nicht runter. Wir lösen mal den Spanngurt. Oha, die stehen noch. Okay, dann. Jetzt aber schnell, du. Ich weiß gar nicht, brauche ich ein Gewicht? Wir probieren das mal ohne. Ansonsten hole ich mir fix eins, das ist ja auch kein Problem. So. Oh. Habe ich bald die Schweinebuchte kaputt gemacht hier. So, jetzt komm mal her hier. Möglichst rechts anfassen, damit wir die schön an die Wand kriegen. So. Na bitte. Herrlich. Sehr schön. So, ein Gewicht brauchen wir auch nicht. Wunderbar. So, ich habe mir im Übrigen noch den Handbremsmod runtergeladen. Finde ich nämlich voll geil. Weil, wie wir ja wissen, hatten wir hier in Auenbach so am Feld, ne? Die Probleme, dass der Traktor trotzdem weitergerollt ist. Und der Blackie, also der Black Panther aus der Black Panther Group, dort habe ich mir mal den Handbremsmod gegönnt. Finde ich voll geil. Funktioniert echt super, ne? Also dann bleiben die Traktoren jetzt wenigstens auch stehen, wenn man sagt, halt, bleib stehen. Pass auf. So. Handbremse drin. Unten rechts seht ihr das. Und einfach wieder rausnehmen, ne? Easy going. So. Lösen wir mal hier auch die Spanngurte. 1, 2 und 3. Ja, der Helfer ist am Pflügen. Und zwar das Feld von der Maria. Also er pflügt nicht die Maria, sondern das Feld von der Maria. Das haben wir in der letzten Folge gekauft. Und da hat er Gärreste raufgebracht, um das Ganze... Nein! Nicht umkippen. Boah, das war jetzt aber knapp. Habt ihr es gesehen? Alter Verwalter. Ja genau, da haben wir Gärreste draufgebracht,
zum Düngen. Und deswegen, jetzt wird's gepflügt. Ne? Da waren vorher Zuckerrüben drauf. Von der Maria. Und genau, die müssen wir natürlich erstmal überpflügen. Oh, ich muss mich ganz schön konzentrieren hier, du. So, dann haben wir wieder was gelernt. Nicht zu dicht am Futtermischer vorbei. Oder wir machen ihn voll. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Warte mal, wir machen mal erstmal den Futtermischer voll. Ich glaube, das macht Sinn. A, klaut er uns dann nicht die Ballen. Und B, ist er jetzt eh schon voll, oder? Schauen wir mal. So, Stroh, nee. 57%. Wahrscheinlich, weil der so kommt. Ja, jetzt hat er ihn genommen. Okay. Genau, dann klaut er uns, kann er uns nicht die Ballen klauen, wenn wir das nicht möchten. Und wir müssten ihn ja sowieso auffüllen, ne? Also warum nicht gleich jetzt dann direkt? Ansonsten stapeln wir jetzt die Ballen ein und holen sie, was weiß ich, morgen wieder raus, ne? Dann können wir es auch jetzt gleich machen. So, dann gib mir mal diesen Stapel da. Na komm. Geferu. Dankeschön. Dass man immer erst laut werden muss. Eieiei. So. Ach, jetzt bist du voll, oder wie? Stroh, ja, okay. Reicht auf jeden Fall nicht mehr für eine Balle. So, ein bisschen ranschieben, genau. Dann können wir jetzt nämlich auch unbesorgt hier einstapeln. Oh, Profis am Werk hier. So. Ja, wenn man das öfter mal macht, ne, das macht eigentlich auch mal echt Spaß. So Ballen verladen, Ballen stapeln und so. Machen wir das Fenster wieder aus, so. Können wir mehr sehen. Und vor allem, wenn es funktioniert, macht es halt noch mehr Spaß, ne? Komm zurück, komm zurück. Oh, Gott sei Dank. So, die liegen jetzt auch drauf da wie Kraut und Rüben. Können wir die hier ein bisschen ranschieben? Nee. Ah, das ist schon okay. Das soll ja auch nicht alles ganz akkurat sein hier. Wird's bei mir sowieso nicht. Das passt schon. Also Wasserwagenballen gibt's hier nicht. So, die letzten drei. Dann können wir auch schon wieder zum Feld zurückdüsen. Oh, Glück gehabt. Ja, und dann werden wir wohl demnächst mal wieder... Hey, weißt du, ich habe eigentlich keinen Bock auf Forst, ne? Das sage ich auch jedes Mal. Aber ohne geht's halt irgendwie auch nicht, ne? Weil, was ich nämlich sagen wollte, dann werden wir demnächst hier auch mal wieder das Geräusch der Motorsäge hören. Fichtenmoped. Und ich kann euch mal eben zeigen, um welchen Fleck es sich genau handelt. Und danach werde ich mir dann, wenn wir das erledigt haben, werde ich mir dann aber auch mal so einen Baumsetzling, so ein Baumsetzteil kaufen. Oder mieten vielmehr. Und werde mal wieder ein paar Bäume pflanzen, ne? Weil wir haben schon unheimlich viele Bäume hier weggenommen. Noch hat uns keiner erwischt, ne? Aber wer weiß, du, wenn die Auenbecher hier ihre Tage haben, ne? Also wir werden da mal auf jeden Fall ein paar Bäume zusätzlich anpflanzen. Ich zeige euch mal eben, worum es geht. So, dann müssen wir hier einmal... Guck mal, dann können wir hier nämlich schön links fahren. So, hier mit dem Drescher lang. So, und dann müssen diese Bäume hier weg. Diese Bäume hier müssen weg. Zumindest
der hier auch noch. Ne? Also der hier noch. Und vielleicht die beiden hier. Also wir müssen hier nicht ratzekal alles leer machen. Ne? Und den hier vielleicht noch. Und dann muss die Hecke hier noch weg. Und dann können wir nämlich hier durchfahren. Und dann sind wir hier auf dem Hof. Und dann können wir auch hier, beispielsweise hier oder was, ne, den Drescher unterstellen. Gefällt mir besser, als wenn der vorm Hof steht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt ein sehr, sehr guter Tipp. Also, wie gesagt, ne, die Kommentare von euch sind halt echt Gold wert. Und freue ich mich auch jedes Mal wieder drüber. Sehr schön. Ist wirklich echt genial von euch. Genau, und dann haben wir nämlich eine schöne Einfahrt vom Drescher, ne? So, Rundumlicht kann aus. Hier kann jetzt eigentlich nichts passieren. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Handbremse an. Und ab zum Kramer. So, da war noch einer. Genau, hier mit dem Kramer habe ich ja diese Auto-Ballen-Attach-Funktion oder wie man das auch immer nennen mag. Auto-Load oder so. Aber den Anhänger hier belade ich halt selber. Ne? Der hätte sogar eine Auto-Load-Funktion, bin ich der Meinung. Glaube ich. Aber ja, das Beladen mache ich halt selber. Ne? Es geht halt nur ums ewige Einsammeln. Ne? Und das könnte, glaube ich, nervtötend sein. Warte mal, wir müssen noch ein Stück zurück. So, und jetzt. Okay, das passt. Genau, dieses ewige Einsammeln und Ranschieben und Hochstapeln und so. Ich glaube, das könnte doch ziemlich nervtötend werden. Und hatten wir ja schon mal in einer der Folgen besprochen, dass das dann hier ein ziemlich guter Kompromiss einfach ist, ne? Zum Autolothänger. Ich hätte das Ganze hier auch mit dem Autolot gemacht. Pff, nö, einfach, dass es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, hier das Ganze, also zu viele Folgen vielmehr, ne? Ich könnte das natürlich offscreen machen, klar, logisch, aber auch da fehlt mir dann irgendwann die Zeit dazu, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich auch kein Problem damit, dass mir langsam aber sicher irgendwo auch mal die Zeit ausgeht. So, weiter geht's. Was haben wir da? 1, 2, 3. Okay, nehmen wir die 3 hier. 1, 2. Wo ist denn... Ach, da hinten ist er. Okay, alles gut. Und 3. Der Kramer ist aber auch nicht mehr wegzudenken hier. Ganz ehrlich, ey. Also das ist echt ein geniales Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, einmal Z. Und runter. Na komm. Yes. Ja, der ist so klein und wendig und trotzdem universell einsetzbar, ne? Der, ja, kannst du hier auch ausfahren noch und so. Finde ich voll geil. Ist nicht teuer, aber total flexibel, ne? Und für die BGA haben wir eben noch den großen Radlader. Und ja, ich habe jetzt mal in die BGA noch ein bisschen Gülle reingefüllt. Es war nicht viel, das waren glaube ich 1000 Liter oder so. Weil mehr war auch gerade nicht bei den Kühen. Denn wir wollen ja so langsam aber sicher auch mal in Richtung Gülle-Bonus. Das heißt, da muss natürlich noch einiges mehr an Gülle rein. Aber der Anfang ist wenigstens schon mal gemacht, ne? Und dann gibt es ja noch mal ein bisschen mehr Geld, ne? Wenn der Gülle-Bonus noch mit dazukommt, wenn dann entsprechend genug Gülle mal drin ist, dann gibt es auch noch einen kleinen Bonus dazu. So, guck. Und das war's auch schon mit den Ballen hier. So, dann schmeißen wir die auch noch mit drauf. Einmal zurück. Einmal... warte mal. Warum? X, genau, und jetzt Z. Ah ja, irgendwas hat gerade gesponnen. So, genau, die schmeißen wir hier einfach mal
So, halbwegs in die Mitte. Fahren wir hier zurück. So, und da ist auch nichts passiert. Eins. Oh, nehmen wir den. Und drei. Okay. So. Fahren wir die erstmal wieder zum Hof zurück. Rundumleuchte, nicht vergessen. Ansonsten ist hier Kippgefahr. Gut, das heißt, ich werde die Ballen jetzt nochmal eben unterstapeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne einen Daumen da lassen, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und denkt dran, irgendwann demnächst läuft hier wieder die Kettensäge. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.